Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play angezockt Skyrim oder mehr, und wir sind da gerade von diesem Gemetzel mit den Banditen davon. Und ja, jetzt habe ich ja mal eine Woche gewartet nach dem Release und auf eure Kommentare gehört und ein wenig mich mit dem Inventar beschäftigt, und da fällt mir ja gleich einmal auf, wenn wir hier schauen, die Waffen, die wir haben. Wir haben den Eisenkriegshammer und der hat plötzlich nur mehr 15 Schaden. Was heißt denn das jetzt? Ja, ich habe da lang gerätselt und gesucht und pipapo. Und was war es dann schlussendlich? Ja, wir haben hier, habe ich gefunden, aktive Effekte. Wir haben den Magierstein Frostresistenz, weil wir ja von der Nord sind. Und ja, die Felsenhaxe. Das hat mir natürlich zu denken gegeben, Nahkampfwaffen sind 25 weniger effektiv. Ich nehme an, das sind 25%, weil wir haben ja den Eisenhammer mit 20 tituliert gehabt. Ja, und jetzt hat er 15, ne? Das ist ein Viertel. Also, ich habe mich da jetzt schlau gemacht, meinen Freund gefragt, und er hat gesagt, diese Eisenhaxe oder Felsenhaxe, das ist ein Virus. Wir haben uns denn beim Wolf eingefangen, und das stand auch irgendwo links oben kurz einmal eingeblendet, und da haben wir ein Problem gehabt. Und ja, wir müssen denn irgendwie wegkriegen, diesen Virus, und dazu gibt es dann Tränke, aber Heiltränke, und die haben wir ja nicht. Ausdauer, magischer Gesundheit, ja. Kleine Heilung, ja, stellt 25 Gesundheitspunkte wieder her, aber Gesundheitspunkte, ich weiß ja nicht. Egal, wir haben uns ja entschieden, dass wir Magier werden, und wir klopfen da herum. Dazu haben wir ja die ganzen Effekte der Zerstörung, Illusion und Pipapo noch gar nicht in die Favoriten reingetan, ja. Und das werden wir tun, weil wir müssen ja auch wissen, wohin wir gehen. Und das hatten wir das letzte Mal, das Problem Novize Heilung, das haben wir auch noch nicht, na, das haben wir schon, und die Kräfte der Kampfschrei, ja, den haben wir auch schon. Okay, das ist jetzt in den Favoriten drinnen, schauen wir gleich einmal. Ich gehe zuerst da oben mal rauf und nehme alles mit, was es da zum Mitnehmen gibt, weil wir gehen dann gleich runter und werden das alles verkaufen, ja. Wir werden dann nicht lange herumfackeln. Die hatten wir schon, ja, und da unten liegt auch noch einer, und da haben wir alles mitgenommen. Oder? Ja. Hier in der Shortcut-Leiste den Eisenhammer, Flammenfunken, Heilung, Hellsehen, und das Hellsehen rüsten wir jetzt einmal kurz aus und schauen gleich, was es damit auf sich hat. Und der nächste Weg ist darunter. Verflixt noch einmal. Wir können uns gleich einmal umziehen auch, weil wir machen auf Magier, weil die Nahkampfwaffen eh nichts bringen. Dann ziehen wir uns gleich an mit Novizenkappe und Novizenrobe. Ja, alles klar. Das Schild haben wir noch und pipapo, und das passt dann auch schon. Gut so, und jetzt probieren wir es gleich noch einmal, ja. Wieso müssen wir da runter? Das gibt's doch nicht. Egal, der zeigt uns den Weg zum aktiven Quest. Wieder mal verdrückt. Ja, goldene Klaue und so weiter. Und das verstehe ich jetzt aber nicht, weil da der Weg eigentlich darauf führt. Aber egal, was ich euch noch sagen wollte, wir verschwinden da jetzt einmal flugs. Gehen zurück und verkaufen das ganze Zeug, das wir haben. Dann hat mir noch jemand geschrieben, ja, wir brauchen viel Geld, und damit werden wir dann anfangen, hier bei der Säge da unten einmal zu arbeiten. Da kann man wie in Fable Holz hacken, und das werden wir dann auch gleich tun. Menge Geld zusammenkratzen und uns damit eine andere Robe kaufen und auch Zauberbücher. Wir machen hier einen kurzen Schnitt, wir sehen uns dann wieder im Kontor. Und dann beim Holzhacken. Okay? Bis gleich. So Leute, und jetzt sind wir im Kontor, wie immer. Zeigt diesen Dieben, dass man Lucan Valerius nicht bestiehlt.
Ja, ist ja schon okay. Und wir verkaufen jetzt den ganzen Schamotten, den wir da gefunden haben, weil wir Geld brauchen und wir Je wollen. eher ihr... Lasst nicht zu, dass meine Schwester etwas Dummes tut. Okay, das Oh, können was hiervon, was davon? wir. Wir kennen das ja alle schon. Es gibt da auch einen Schmäh. Ihr könnt da mit einem ja, Topf oder mit einem, ja, was weiß ich, mit einem Kübel, dem den Kopf verdecken und dann könnt ihr da stehlen, was ihr wollt. Bekleidung, wir wollten da die blaue Robe kaufen, mag ich ja erinnern. Nein, die nicht, sondern auf was wir hinarbeiten ist. Wiederherstellungszauber, nein, Zerstörungszauber 12% plus und Magicka regeneriert sich genau, die kostet 1651 und das schaffen wir nicht so, weil wir haben ja so wenig Geld. Da verkaufen wir, was das Zeug hält, nämlich ja, den Eisendolch, den Kriegshammer behalten wir, Eisenpfeile werden wir dann auch noch umtauschen gegen Stahlpfeile, aber dieses Schwert verkaufen wir, die Streitaxt, den Kolben, den Die Langbögen, die verkaufen wir auch alle. Denn, weil den tun wir dann, der ist nämlich besser. Und die Stahlaxt. Okay, das ist das. Und dann haben wir noch Bekleidung zu verkaufen, nämlich unendlich viel Schmarren. Ich weiß nicht, auf was wir uns da spezialisieren sollen, aber die beschlagene Rüstung verkaufen wir, die Eisenhelme. Ja. Ja, eine Rüstung behalten wir uns, oder? Nee, wir verkaufen alles. Egal, diese Eisenrüstung. Die sind ja gar nicht so schwer. Fellrüstung, die ist nämlich gar nicht so viel um. Das sind nur zwei Rüstungspunkte um zur Eisenrüstung. Die hat ja fast kein Gewicht im Fall, dass wir das behalten können. Ja, die Fellschuhe, die verkaufen wir. Und die leichte Rüstung, ja, die verkaufen wir auch alle. Novizen, die Pelzarmschienen, Pelzstiefel weg und ja, die brauchen wir auch nicht. Und den behalten wir. Ja, der hat fast kein Gewicht. Zaubertränke behalten wir alles und Essen und so weiter. Essen ist überhaupt nicht schwer, das behalten wir auch. Jetzt bräuchten wir nur eine Truhe, wo wir das ganze Zeug verstauen könnten. Und wir können da ja auch reinzoomen, oder nicht, oder wie? Ne, können wir nicht. Bücher behalten wir auch. Und sonstiges, ja. Die Pelze brauchen wir. Da können wir uns Rüstungen daraus machen. Da brauchen wir dann Lederriemen. Die machen wir aus den Pelzen, vom Wolfspelz und vom Bärenpelz. Eisenbarren, da machen wir dann Stahlbarren draus und ja, das sind Edelsteine, da schauen wir erst, ja, weil die haben kein Gewicht. Wenn uns der etwas näher kennt und besser bezahlt, dann verkaufen wir das Zeug, ja? Okay, soweit, so gut. Okay. Das war's hier und wir sehen uns wieder an der Mühle zum Holzhacken. Okay, bis gleich. So Leute, wir sind jetzt bei der Mühle und da soll irgendwo eine Axt herumliegen. Wir haben die auch schon gesehen, aber leider nicht mitgenommen. Wo ist denn die? Da hinten ist ein Schleifstein. Den könnten wir dann auch mal benutzen, aber irgendwo liegt da eine Axt. Ja, und die nehmen wir. Die ist extrem schwer, aber was soll's? Wir brauchen das Ding ja. Und ein Hackstock ist da auch gleich irgendwo in der Nähe. Nämlich da, ja. Jetzt schauen wir nur kurz einmal, wie schwer wir sind, Leute. Wir haben da 143 und 300 Pipapo. Wir müssen aber auch die Axt ausrüsten. Und wo sind die? Bei den Waffen? Holzfäller-Axt, ja. Die rüsten wir doch gleich einmal aus. Und dann fangen wir an, einmal Holz zu hacken. Ja? Und schon geht's los. Ja? Unser Mädel geht da Holz hacken. Und die hat da gleich zwei. Seht ihr? Da hängt eine noch am Gürtel. Kommt gut. Ja, und die sind ziemlich schwer, diese Holzscheite. Ja? Feuerholz 2 hinzugefügt, ja.
Aber damit bekommen wir 5 Goldstücke pro Scheit, ja. So, jetzt schauen wir mal nach, wie es da ausschaut im Inventar. Objekte und wo haben wir das? Sonstiges wahrscheinlich. Ah, das muss da herumliegen, ja. Hackholz benutzen. Nein, das muss da drinnen sein. Für mich ist das auch neu, also Leute, nur keinen Stress. Wir werden das schon auch schaffen. Kann man schon von Feuerholz, seht ihr? Gewicht 5 und Wert 5. Wir haben davon 6, also haben wir jetzt schon 6 mal 5 ist 30 Gold verdient, wenn wir das an den Müller verkaufen, ja? Den Besitzer der Mühle. Und da machen wir mal weiter, solange es geht, bis wir ja voll sind. Und das machen wir ein paar Mal und dann verkaufen wir das Zeug. Okay, wir sehen uns dann beim Verkauf wieder. Okidoki, Leute, bis gleich. So Leute, wir haben jetzt die ganze Nacht Holz gehackt und ja, einiges an Holzscheiten. Ihr Arbeit? Dann besorgt euch eine Axt und bringt mir so viel Holz, wie ihr nur hacken könnt. Ist okay, genau. Und was haben wir jetzt vor? Habt ihr hier in Flusswald was zu erledigen? Hä? Es gibt schlimmere Dörfer. Ja, ich verkaufe jetzt Feuer. Ehrliches Gold für ehrliche Arbeit. Genau. Und also das... So gut. Seht ihr, 1500 auf einmal, ja? Wir haben die ganze Nacht... Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Danke. Wenigstens ist der verdammte Krieg nicht bis hierher vorgedrungen. Okay, das kennen Noch wir schon. Nicht. Also Leute, hier Holz hacken und ja, die ganze Nacht. Wir schauen mal, wie spät das ist. Es ist 10.14 Uhr am Vormittag und wir sind da, glaube ich, des Nächtens hierher gekommen. Und ja, jetzt haben wir, gleich einmal nachschauen, 2153 Gold und damit lässt sich ja schon was anfangen, nehme ich an. Ja? Da schauen wir dann gleich nach beim nächsten Mal, was wir da uns kaufen können. Die Robe ist schon mal drinnen und ein paar Zauberbücher. Und dann werden wir auch noch nochmal Holz hacken gehen. Da drüben in der Schmiede werden wir noch die Waffen verbessern, weil wir minus 25% an Waffenleistung im Nahkampf haben. Und das nächste Mal auch noch mit dem Elfen da quatschen, ob er uns Unterricht gibt in der Fernwaffe, nämlich im Bogen. Ja, das wäre auch nicht schlecht. Sozusagen hätten wir das diesmal. Ja, es lässt sich langsam an und ja, Leute, der Toso ist halt langsam und genau, ja, und das wird die unendliche Geschichte, ich sag's euch. Okay, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, hoffe, es hat euch ein wenig geholfen, ne, die Info hier, damit ihr gleich ein wenig bessere Materialien bekommt und mit dir spreche ich das nächste Mal. Wünsche euch noch einen schönen Abend, Leute, und ja, hoffe, wir sehen uns bald wieder. Euer Toso. Ciao.